Ja, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich sehr, dass ich zu diesem freudigen Anlass auch etwas beitragen darf zum Thema Achtsamkeit. Mein Titel, eine buddhistische Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit, ist durchaus auch als eine Frage zu verstehen, weil es ein Prozess ist, ein Projekt, an dem sehr viele Menschen auch schon sehr aktiv beteiligt sind. Und ich möchte Ihnen einige Aspekte von Achtsamkeit vorstellen. Achtsamkeit ist heute sehr bekannt geworden und ich stelle immer wieder fest, dass es sehr, sehr unterschiedlich sein kann, was dann darunter verstanden wird. Und ich glaube, dass es auch eine schöne Basis ist für die Themen dieses Kongresses. Und so möchte ich besonders auch diese Vielschichtigkeit herausarbeiten, die auf der Basis der Lehren des Buddhas bis heute entstanden sind. Ich habe das Referat so gestaltet, dass das Thema Achtsamkeit, natürlich schauen wir uns an, der Begriff, was bedeutet das, und wir werfen einen Blick zurück auf die frühbuddhistischen Quellen, was der Buddha schon dazu gesagt hat. Dann werden wir uns etwas genauer anschauen, was ist jetzt eigentlich die Methode, was ist Achtsamkeitspraxis. Es handelt sich um ein Üben, um ein Einüben, das von einer Entwicklung begleitet ist, letztlich von einer Transformation. Ein dritter Bereich wird Aspekte der Achtsamkeit aus dem Bereich Zen wiedergeben, weil gerade das eine Richtung ist, auf der ich selber auch viele Inspirationen erfahren durfte und weiterhin erleben darf. Und da werden wir etwas vom Meister Rinzer hören und die Ochsenbilder genauer anschauen. Und natürlich ist die Frage jetzt wichtig, denke ich, für uns alle, welchen Nutzen können wir heute daraus ziehen? Der Begriff Achtsamkeit ist im Sanskrit Smriti und im Pali Sati. Achtsamkeit im Englischen ist Mindfulness, ein ähnlicher Begriff ist Aufmerksamkeit, Gewahrsein, im Englischen Awareness, und ich glaube, wir spüren das alles schon, es gibt da leichte Unterschiede. Wachsamkeit, Konzentration ist auch ein Aspekt, wörtlich heißt es Erinnerung, Gedächtnis oder auch Kognition, das ist das kollektive Gedächtnis, das weitergegeben wird. Der Thich Nhat Hanh, ein sehr bekannter vietnamesischer buddhistischer Lehrer, der gerade zu einem sehr bekannter Meister der Achtsamkeit geworden ist, übersetzt aus dem Chinesischen mit Herz und Geist im Jetztsein. Und das klingt so einfach, aber wir werden sehen, dass gerade bei ihm auch Achtsamkeit also eine sehr komplexe Praxis ist und dann auch nicht nur so ganz banal zu verstehen ist. Wenn wir die frühbuddhistischen Quellen anschauen, finden wir den Begriff Achtsamkeit im achtfachen Pfad des Buddha. Das geht zurück auf die erste Lehrrede des Buddha und dann in vielen weiteren Lehrreden. Die bekanntesten davon sind jetzt diese beiden, die Verankerungen der Achtsamkeit und die Lehrrede über das bewusste Atmen. Das ist auch für mich persönlich heute die Basis für die Achtsamkeitspraxis. Mir ist jetzt wichtig, dass ich Ihnen eher einen Überblick gebe, also ich werde nicht so sehr ins Detail gehen, hoffe, dass das nicht zu verwirrend ist, aber das größere Ganze wäre mir jetzt wichtiger als die einzelnen Details, aber es ist ja auch noch dann die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Der achtfache Pfad ist der Inhalt der vierten edlen Wahrheit, die der Buddha gefunden hat, das ist der Weg, der das Leiden überwinden soll. Und dieser achtfache Pfad, wie der Name schon sagt, hat acht Teile und diese kann man in drei Bereiche einteilen. Weisheit verstehen, dann ethische Ausrichtung, ganz wichtig, die Silas, und Meditation, Samadhi. Und hier finden wir die richtige Achtsamkeit als sechsten Aspekt. Und zusammen mit der richtigen Anstrengung und richtiger Meditation. Der Thich Nhat Hanh hat diese acht Aspekte sehr schön dargestellt als miteinander verflochten, dass sie sich gegenseitig unterstützen, bedingen, und für ihn ist die richtige Achtsamkeit ein ganz zentrales Anliegen, aus dem heraus sich alle anderen Aspekte entfalten lassen. Bei den vier Verankerungen der Achtsamkeit haben wir im Frühbuddhismus vier Bereiche, und da ist ein Bereich der Körper, die Empfindungen, der Geist, jetzt unter Anführungszeichen, weil das natürlich ein vielschichtiger Begriff ist, und ein vierter Bereich Geistobjekte. Auch hier orientiere ich mich stark nach Thich Nhat Hanh, der für die praktische Übung
diese Bereiche auf drei zusammengefasst hat, nämlich Körper, Gefühle, Geist, weil das jetzt unserem Verständnis von Mensch und Psyche, Körper und Geist besser entspricht. Und hier haben wir schon eine ganz konkrete Anweisung, die den Bereich Körper erfasst, die Achtsamkeit im Körper verankern. Der Buddha nennt das sehr viele Aspekte des körperlichen Daseins. Und einer davon ist die Haltung. Und da heißt es, wenn ich gehe, bin ich mir bewusst, ich gehe. Wenn ich stehe, bin ich mir bewusst, ich stehe. Wenn ich sitze, bin ich mir bewusst, ich sitze. Ja, das kann man natürlich jetzt da lesen dann und so vorbeigehen lassen. Ich möchte Sie doch einladen, schon, dass wir das dann tatsächlich auch einmal tun. Und dazu verwenden wir dann gerne auch die Glocke als Achtsamkeitsglocke und als Zeichen, die Aufmerksamkeit nach innen zu richten. Und so möchte ich Sie einladen und schlage vor, dass wir das gemeinsam einfach einmal tun, damit wir nicht nur über Achtsamkeit reden, sondern auch einen Eindruck davon bekommen, was jetzt mit Achtsamkeitspraxis gemeint ist. Wenn Sie möchten, schließen Sie einen Moment die Augen, lassen Sie die Aufmerksamkeit nach innen gehen und spüren Sie ganz bewusst die Füße, so wie sie am Boden stehen. Werden Sie sich bewusst, wie Sie sitzen, spüren Sie auch die Aufrichtung im Rumpf. Nehmen Sie die gesamte Körperhaltung wahr. Und mit dem Klang der Glocke richten Sie bewusst die Aufmerksamkeit wieder nach außen. Und wir erleben hier auch, dass Achtsamkeit verschiedene Aspekte haben kann. Einmal nach innen gerichtet, so wie wir das jetzt gemacht haben, und hier konkret Achtsamkeit auf die Haltung gelenkt. Und andererseits, wenn ich jetzt zu Ihnen spreche, hoffe ich, dass Ihre Achtsamkeit wieder nach außen geht und Sie mir zuhören, sodass wir auch einen Aspekt haben, der sich nach außen richtet, der natürlich gerade für das Thema Verantwortung leben jetzt ganz wichtig wird. Die weiteren Bereiche sind jetzt Empfindungen, Gefühle, kann man unterscheiden. Das eine vielleicht eher etwas mehr körperlich, wie es im Buddhismus beschrieben ist. Gefühle jetzt hier, wie es wir verstehen, eher emotional. Und dann Geist, Gedanken, mentale Aktivitäten. Das umfasst dann viele Arten von Meditationsübungen, die auch unter Vipassana-Praxis bekannt sind oder Einsichtsmeditation. Und Zielsetzung hier ist dann die, dass positive Samen gewässert werden, negative Samen erkennen und transformieren. Also es ist eine Entwicklung, es ist eine Veränderung, ist das Ziel, um es etwas vorwegzunehmen. Zentral aber auch hier für alle Bereiche ist das bewusste Atmen, das hat auch der Buddha als so wichtig angesehen, dass er noch eine andere eigene Lehrrede zu dem Thema gehalten hat. Und hier heißt es unter anderem, das ist sehr ausführlich beschrieben, das ist jetzt eine sehr kurze Variante, bei einer langen Einatmung bin ich mir bewusst, ich atme lang ein. Bei einer langen Ausatmung bin ich mir bewusst, ich atme lang aus. Bei einer kurzen Einatmung bin ich mir bewusst, ich atme kurz ein. Bei einer kurzen Ausatmung bin ich mir bewusst, ich atme kurz aus. Auch das klingt ja natürlich jetzt recht mechanistisch und schematisch, deshalb möchte ich Sie wieder einladen, wenn Sie möchten, dass wir das auch gemeinsam tun und einmal gemeinsam bewusst atmen. Wieder ist die Glocke das Zeichen. Wenn Sie möchten, schließen Sie die Augen, lassen Sie wieder die Aufmerksamkeit nach innen gehen und jetzt lenken wir das Gewahrsein auf den Atem. Spüren Sie die Bewegung des Atems im Körper, einfach nur wahrnehmen. Und es kann da auch schon sein, dass der Atem sich spontan verändert. Und wenn ich lang einatme, weiß ich, ich atme lang ein. Wenn ich lang ausatme, bin ich mir bewusst, dass ich lang ausatme. Und so begleiten wir einfach den Atem so, wie er ganz normal im Moment fließt. Wieder richten Sie bitte die Aufmerksamkeit nach außen. So wechseln wir immer wieder. Einmal Aufmerksamkeit nach innen richten. Dann wieder nach außen. Und hier Achtsamkeit als Praxis zusammengefasst,
Ist gar nicht einfach, habe ich festgestellt. Wir sehen, dass hier mehrere Dinge dann zusammenkommen. Diese vier Verankerungen sind ganz konkrete Übungsanleitungen, die wir sowohl als Meditation, aus einem Meditationskissen üben können, aber auch im Alltag. Eng damit verknüpft ist ein weiterer Aspekt des achtfachen Pfads, nämlich die richtige oder angemessene Anstrengung. Vielleicht ist Ihnen der Begriff auch der mittlere Weg bekannt. Der Buddhismus ist bekannt als eine Haltung des mittleren Weges, der versucht, Extreme zu vermeiden. Und in diesem Falle ist gemeint, dass wir uns nicht überanstrengen sollen. Es bringt nichts, sich zu sehr zu pushen, zu überfordern, etwas erzwingen zu wollen. Aber wir sollen auch nicht zu lasch sein. Deshalb die richtige Anstrengung finden, das richtige Maß finden. Und ein weiterer Aspekt, der noch dazu kommt, ist das sogenannte Bewachen der Sinnesorgane. Das ist auch eine Übung, die der Buddha angeleitet hat, die ich gerne auch im Zitat Ihnen vorstellen möchte. Wie ein Torwächter eine Stadt bewacht, so sollen die Tore der Sinne bewacht werden. Und hier ist das Beispiel schon eindeutig. Also ein Torwächter, der achtet darauf, dass nur heilsame, gesunde Dinge, unterstützende Dinge in die Stadt reinkommen, und er achtet auch darauf, was wieder rausgeht. Und so sollen die Sinne bewacht werden. Das heißt, es wird dann schon unterschieden zwischen richtig und falsch. Und letztlich ist dazu unbedingt nötig eine ethische Ausrichtung. Also im buddhistischen Verständnis ist Achtsamkeit ohne ethische Ausrichtung nicht geeignet als Praxis, die das Leben verändern soll. Und diese ethischen Regeln sind vielleicht auch bekannt, sie sind ja auch in den großen Weltreligionen sehr, sehr ähnlich. Und bei Thich Nhat Hanh, werden sie auch Übungen der Achtsamkeit genannt. Das heißt, er hat dann auch diese ethischen Regeln so formuliert, dass daraus konkrete Übungen entstehen. Das heißt, man ist nicht gezwungen, oder man wäre ja auch überfordert, sofort ein 100% achtsames Leben zu führen. Man erhält Hilfe, es gibt Übungsfelder, die wir dann uns speziell auswählen können und einzelne Schwerpunkte setzen können. Und in diesem bezieht er sich auch auf eine Lehrrede, die nicht ganz so bekannt ist wie die anderen, auf diese Lehrrede über die Weißgekleideten. Also Thich Nhat Hanh ist ein buddhistischer Lehrer, der sehr viel aus den alten Traditionen schöpft, aber auch immer wieder neue Ansätze dazu genommen hat. Es gibt noch eine weitere Quelle, die nicht ganz so bekannt ist, mir aber wichtig erscheint, nämlich der bessere Weg. Allein zu leben heißt das Sutra, und mit besserem Weg ist gemeint, Tag und Nacht in Achtsamkeit zu weilen. Und in diesem Sutra erläutert der Buddha, was mit richtiger Achtsamkeit gemeint ist. Und er sagt, nicht in der Vergangenheit nachlaufen, sich nicht in der Zukunft verlieren, sich nicht von der Gegenwart hinwegtreiben lassen. Aber es ist gerade nicht gemeint, dass man sich nicht um die Vergangenheit kümmert, sich nicht um die Zukunft kümmert, sondern er legt ganz eindeutig dar, dass hier und jetzt ist die Summe und die Frucht aus der Vergangenheit. Das heißt, wir müssen die Vergangenheit erforschen und auch verstehen, damit wir wissen, was im Hier und Jetzt geschieht, und wir müssen im Hier und Jetzt verstehen, welche Möglichkeiten sich dadurch in der Zukunft ergeben. Das heißt, man soll sehr wohl auch über die Zukunft nachdenken, weil manchmal wird es missverstanden, das Hier und Jetzt, dass man sich dann um nichts mehr kümmert. Und gerade das hat der Buddha nicht gemeint, sondern er hat nur gelehrt, wie man sich mit Vergangenheit und Zukunft beschäftigen kann, aber nicht anhaftet und sich nicht darin verliert. Und ich glaube, das ist auch für uns eine große Aufgabe und eine Chance. Der Nutzen heute, das sind jetzt schon einige Schlagworte, möchte ich sagen, zusammengefasst. Ich freue mich ja, dass das ganze Symposium jetzt noch heute und morgen Gelegenheit gibt, wo wir sehr viel mehr zu den einzelnen Themen erfahren werden. Für mich ist das Wichtigste schon, dass es zu einem bewussteren Leben führt, das selbstverantwortet ist, dass wir mit Achtsamkeitspraxis auch Einsicht in größere Zusammenhänge erlangen können und dadurch das Mitgefühl stärkt und größer wird. Letztlich, angesichts der heutigen Situation, glaube ich, dass ein einfacheres Leben erfüllter sein kann und dass das natürlich auch ressourcenschonender ist, weil wir einfach weniger verbrauchen, wenn wir schon alles haben, was wir brauchen. Brauchen wir nicht so viel dazu kaufen und nicht mehr so viel produzieren.
Ich möchte nochmal zurückkommen auf das bekannte Satipatthana Sutra, weil es enthält noch paradoxe Formulierungen, die sind für mich jetzt auch der Übergang, die Verbindung zum Zen, zu den Paradoxa, die wir dort oft finden. Und die Übung, die wir gemacht haben, die ist jetzt relativ einfach. Tatsächlich sind dann weitere Formulierungen schon ziemlich paradox, die auch an Zen-Geist erinnern, weil es heißt da bei der Wahrnehmung der Achtsamkeit im Körper, man soll den Körper im Körper betrachten, die Gefühle in den Gefühlen, den Geist im Geist, und dabei bleibt es auch nicht. Man soll betrachten innerhalb oder außerhalb. Innerhalb und außerhalb gleichzeitig. Und das können wir jetzt so logisch-analytisch nicht aufdröseln. Das ist ein meditativer Vorgang. Und es gibt eine gute Überleitung, nämlich gerade auch mit dem Innerhalb und Außerhalb. Und die Überleitung ist für mich jetzt zum Meister Rinzai, einem bekannten chinesischen Lehrer, der im 9. Jahrhundert in Nordchina gelebt hat und als Begründer der Rinzai-Zen-Tradition gilt. Von ihm sind nur so ein kleiner Band mit Reden überliefert. Das sind zum Teil recht markige Sprüche, für die Zen ja auch bekannt geworden ist. Das ist ein etwas längerer Abschnitt, den es sich lohnt, wie ich glaube, etwas genauer anzuschauen. Manchmal nehme ich den Menschen weg und nehme die Umgebung nicht weg. Manchmal nehme ich die Umgebung weg und nehme den Menschen nicht weg. Manchmal nehme ich beide weg, sowohl den Menschen als auch die Umgebung. Manchmal nehme ich weder den Menschen noch die Umgebung weg. Wenn wir es noch einmal durchgehen und jetzt bei dem zweiten Aspekt beginnen, manchmal nehme ich die Umgebung weg und nehme den Menschen nicht weg, dann beschreibt das den Vorgang, das wir schon gemacht haben, wenn wir gemeinsam üben, die Aufmerksamkeit auf den Körper zu lenken, dann ist unser Menschsein in seiner körperlichen Dimension präsent, aber die Umgebung verschwindet. Wenn es uns gelingt, ganz beim Körper zu sein, ganz beim Atem, verschwindet die Umgebung. Das ist also etwas, was wir jetzt schon gemeinsam geübt haben. Der erste Aspekt, der dem noch vorangeht, manchmal nehme ich den Menschen weg und nehme die Umgebung nicht weg. Was ist damit gemeint? In dem Sinn, das verstehe ich so, dass die Achtsamkeit dann nach außen gerichtet ist. Das beschreibt einen Vorgang, wenn wir ganz aufmerksam bei dem sind, was wir gerade tun, und uns selber dabei vergessen. So hoffe ich ja, dass mein Vortrag Sie so interessiert, dass Sie dann im Moment auch vergessen, so wie Sie sitzen, wie Sie atmen. Und deshalb machen wir immer wieder Pausen, damit wir die Achtsamkeit wieder nach innen richten können. Also das beschreibt einen Vorgang, wo wir ganz in dem Tun aufgehen. Dann geht es aber weiter. Der dritte, manchmal nehme ich beide weg, Mensch und Umgebung. Das wäre dann ein vertiefter Prozess, eine vertiefte Erfahrung in der Meditation, und im Zen wird das mit dem leeren Kreis dargestellt, der uns dann auch noch bei den Ochsenbildern begegnen wird. Und der vierte Aspekt geht dann wieder in die andere Richtung, nach außen. Manchmal nehme ich weder den Menschen noch die Umgebung weg. Weil das wäre das Einfachste, sollte man glauben, weil das ist ja eh, der Mensch ist da, die Umgebung ist da. Aber es ist nicht dasselbe, wenn das an vierter Stelle steht und dieser ganze Prozess von vorher durchlaufen wurde. Und deshalb habe ich hier auch schon hier daneben als Anschauungsbild das zehnte der Ochsenbilder dargestellt. Und so haben wir hier auch einen Übergang zu den Ochsenbildern. Sie beschreiben einen Weg, einen Entwicklungsprozess. Vielleicht viele kennen Sie vielleicht. Wie der Name sagt, geht es um einen Ochsen, eigentlich um einen Wasserbüffel, und der Hirte sucht diesen Büffel eigentlich, und er sucht eine Weile, findet ihn, muss ihn dann zähmen, und dann passiert etwas Ungewöhnliches, dieser Büffel verschwindet, und es sind jetzt gerade diese letzten vier, die ich jetzt für diesen Abend interessant finde, weil das ist ein Prozess, den wir durch Meditation, aber auch durch Therapie oder durch Lebenserfahrungen durchlaufen können. Und hier, diese letzten, schauen wir uns noch etwas genauer an. Das sehe ich auch so die Stärke der buddhistischen Ansatzes. Der Mensch sitzt, der Ochse ist nicht mehr wichtig, weil das, was passiert ist, ist passiert. Er ist schon bei sich, er geht nach innen, dann verschwindet der leere Kreis, weder Mensch noch Umgebung. Und dann, das Erste, was
was da kommt, ist die Natur, kein Mensch, nur Umgebung. Selbstlos wird die Natur wahrgenommen und dann mit offenen Händen auf dem Marktplatz. Er ist eigentlich wieder ganz normal, in dieser Darstellung sogar eher etwas schludrig gekleidet, also eher etwas schlampig, dem das auch egal ist, wie er wirkt. Und er teilt Gaben aus, heißt es auch manchmal. Und wir haben im philosophischen Arbeitskreis und im letzten Jahr viel mit den Themen beschäftigt, östliche und westliche Entwicklungsprozesse. Und da hat mein Kollege Elmar Klipp, der auch hier am Workshop morgen halten wird, uns die Theorie U dann auch zu dem Thema vorgestellt. Und ich werde da jetzt nicht in das Detail hineingehen, aber das Bild, glaube ich, ist sehr, sehr schön, dass hier wiedergegeben wird, ein Prozess, der so einen Tiefpunkt hat, einen Punkt von tiefer Verinnerlichung, der dann auch wieder nach oben geht. Und Elmar Türk hat dann hier diese Ochsenbilder dann auch dazu in Beziehung gesetzt. Und wir haben uns dann damit auseinandergesetzt, was ist ähnlich, was ist anders. Und dann sind wir doch zu einem Schluss gekommen oder zu einem Bild, das wir gesehen haben, da gibt es jetzt sehr viel auf dieser Seite. Dieser leere Kreis ist ein Schlüsselerlebnis. Und dann ist die Frage, was passiert jetzt nachher? Und dann sehen wir hier, oder auch unser Bedürfnis war dann, dass man eigentlich hier das noch ein bisschen auffüllen könnte, weil hier ist jetzt so viel der leere Kreis und hier haben wir viele buddhistische Meditationen, die solche Erfahrungen möglich machen. Aber was ist dann? Und dann wäre so der Vorschlag, da dürften noch ein paar Ochsenbilder dazukommen. Aus der Geschichte wissen wir, dass die ersten, die bekannt sind, waren glaube ich 6. Dann gab es 8. Da war nämlich der leere Kreis das letzte und aus den Notwendigkeiten der Erfahrungen wurden neue Bilder dazugenommen. Und ich glaube, wir sind wieder in so einer Situation, sodass wir etwas dazu nehmen können dürfen. Und ich freue mich auch, dass ich glaube, dass gerade dieses Symposium sehr viele Anhaltspunkte gibt, damit wir hier noch mehr Wirksamkeit nach außen erlangen. Also was ist nach dieser zweite Aspekt des Prozesses? Und ich habe hier einige aufgeschrieben, viele finden wir in den nächsten Vorträgen. Mir persönlich wäre hier auch wichtig, Netzwerkbildungen, achtsame Organisation und auch so etwas wie kollektive Selbstreflexion, weil wir auch gerade anlässlich 30 Jahre ÖPR dürfen wir auch etwas dazulernen, auch innere Kritik kultivieren, möchte ich sagen, auch hier haben wir weiter zu arbeiten. Also auch für die Buddhisten genügt es dann nicht nur sehr schön da in der Stille, ohne Umgebung, ohne Mensch auf der Matte zu sitzen. Auch wir sind gefordert und müssen uns da auch weiterentwickeln. Und ich glaube, dass die Praxis aber eine sehr gute Basis ist. Und auf das Buch, auch auf schon ein Abschlusszitat, ist mir dann ein Zitat untergekommen, das mich wirklich vor 30 Jahren sehr begleitet hat. Damals habe ich angefangen mit Zen-Meditation, auch mit Yoga, und es waren auf der Stelle einmal nur Knoten da, aus der Erinnerung heraus. Und dieses wäre eins mit dem Knoten, bis er sich auflöst. Es hat eine Weile gedauert, bis ich den Prozess auch verstehen konnte, wie das funktioniert. Logisch ist es nicht, aber tatsächlich ist es möglich. Wir können nicht alles mit dem analytischen Verstand lösen. Das hat die Erfahrung gezeigt. Aber auch das genügt noch nicht. Mit dem kann man auch noch nicht stehen bleiben. Es gibt einen zweiten Teil. Die Quelle ist mir jetzt nicht ganz hundertprozentig sicher gewesen. Deshalb habe ich das Fragezeichen dabei. Pflege den Garten, wie groß er auch sei. Ich habe das Bild vom Zen-Garten dazugestellt, weil damals wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass man Garten pflegen könnte. Muss man ja ehrlich sagen, weil es ist schon ein spezieller Garten. Und ich denke mir heute, ich musste lachen, wie ich das dann gelesen habe nach so vielen Jahren, weil ich denke mir, heute müssten wir uns auch fragen, wo kommt der Besen her, wie wurde der hergestellt, welche Rohstoffe sind verwendet worden, welche Produktionsbedingungen gab es dazu, also es genügt dann auch nicht mehr nur zu fegen. Und dann die weitere Frage wäre schon, muss es so ein Garten sein oder muss es überhaupt ein Garten sein? Und so habe ich es mir erlaubt, das ein bisschen nochmal umzuwandeln, werde eins mit dem Knoten, bis er sich auflöst. Pflege den Garten, wie groß er auch sei, und in dem Sinne, dass ich Garten so umfassend verstehe als Natur, als Umwelt, und auch wir selber sind auch ein Teil des Gartens und der Umwelt. In diesem Sinne bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch
Einen ganz schönen Tag.